Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich heiße Felix und heute gibt es ein Video zu den Top 3 Dexes, die man aktuell nutzen kann, um Yield zu farmen. Im Speziellen möchte ich auf Stablecoins als auch die beiden Blue Chips Bitcoin und Ethereum eingehen. Und diese drei Plattformen, die ich heute im Video erwähne, sind aus meiner Sicht absolute No-Brainer, schütten überdurchschnittlich hohe Renditen aus, haben ein solides Team mit soliden Audits dahinter, also man braucht keine Sicherheitsbedenken haben. Natürlich, in DeFi kann immer alles passieren, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Wir starten erstmal, wo schaut man denn generell eigentlich, wenn man attraktive Liquidity Pools finden möchte? Eine Go-To-Plattform ist beispielsweise DeFi Llama. Wir sehen jetzt hier gerade im Hintergrund die Performance des DeFi-Marktes, wie viel Kapital aktuell im Markt liegt. Und wenn man attraktive Liquidity-Pools suchen möchte, findet man diese, wenn man hier beispielsweise auf Yields geht. Und dann kann man hier die APYs sortieren und bekommt dann die aktuell attraktivsten Pools bezüglich der APY direkt auf der Seite angezeigt. Jetzt sind hier natürlich viele Paare dabei, die sehr, sehr riskant sind. Dementsprechend wollen wir uns heute auf die Paare konzentrieren, die Stablecoins beinhalten, die wir zum Arbeiten schicken wollen und nicht auf unserer Wallet rumliegen lassen wollen, ohne dass sie was tun, als auch Bitcoin und Ethereum, die potenziell vermutlich gerade keiner verkaufen möchte, da alle von einem steigenden Preis, denke ich mal, ausgehen und wir hier die schönsten Renditen in diesen drei Plattformen haben. Vorab noch ganz kurz, da sich alle drei Plattformen auf verschiedenen Netzwerken befinden, unter anderem auf dem Arbitrum-Netzwerk, als auch auf der Binance Smart Chain und dem Optimism-Netzwerk. Ich persönlich würde aktuell bevorzugt zum Bridgen Synapse Protocol nutzen. Hier, wie ihr seht, wenn man auf den Pfeil runtergeht, sind alle gängigen Chains hinterlegt, von denen man auf die anderen Chains bridgen kann und das zu einem sehr, sehr günstigen Preis. Und wenn man die Netzwerke beispielsweise noch nicht auf seiner Wallet hinterlegt hat, geht man dementsprechend einfach auf chainlist.org. Ihr findet natürlich wie immer alle Links zu dem, was ich sage, unten in der Videobeschreibung und fügt dann die dementsprechenden Netzwerke hinzu. Könnt einfach dann hier auf Add to MetaMask gehen, euch die Binance Smart Chain, das Optimism Netzwerk oder hier beispielsweise Arbitrum One hinzufügen. Um die Transaktionsgebühren auf den verschiedenen Netzwerken zu bezahlen, braucht ihr auf der Binance Smart Chain wie gewohnt BNB, auf Arbitrum braucht ihr Ethereum und auf Optimism braucht ihr entweder den Optimism Coin oder Ethereum. Dann wollen wir auch schon mit der ersten DEX zum Liquidity Mining starten. Und zwar ist das keine unbekannte. Das ist die Arbidex, die auf Arbitrum läuft. Wir haben das Projekt ja sozusagen vom Start weg damals begleitet, haben das 10x beim Tokenpreis mitgenommen. Kann man alles auf meinem Channel nachverfolgen. Hier im heutigen Video soll es allerdings nur um die Liquidity Farms gehen. Und ich möchte euch im Speziellen ein paar zeigen, die ich aktuell sehr, sehr interessant finde. Dazu geht man dann entsprechend einmal hier oben auf die Farms und wählt die Infinity Farms aus, muss natürlich vorher seine Wallet connecten und sich auf dem Arbitrum-Netzwerk befinden. Und wir wollen jetzt hier wirklich uns nur auf die Blue Chips konzentrieren, denn die Rendite wird hier auf der Plattform letztendlich immer im ARX-Token, also im Token der Plattform, ausgeschüttet. Und wenn wir jetzt hier ein Stückchen weiter runter scrollen, dann sehen wir nämlich auch schon die Paare, die für mich aktuell interessant wären, wenn ich Blue Chips investieren möchte. Und zwar hier zum einen gerappte ETH mit USDC beispielsweise, wo man eine 105%ige APR bekommt, oder hier mit USDCe gepaart. Hier in diesen Liquidity Pools ist natürlich immer wichtig zu wissen, je höher der Total Value Locked in diesen Pools ist, desto niedriger wird die Rendite bzw. desto weniger Rendite wird dann an den einzelnen Staker in diesem Pool ausgeschüttet. Wenn man beispielsweise sich auf Bitcoin konzentrieren möchte, kann man hier in diesen gerappten Bitcoin USDCe Pool reingehen, da gibt es auch 66%. Oder wenn man sich mehr auf Stablecoin-Paare konzentrieren möchte, dann hat man hier unten auch ganz schöne Optionen, beispielsweise USDT gepaart mit USDCe, 21,6% APR, also aus meiner Sicht ein absoluter No-Brainer hier, seine Stablecoins zum Arbeiten zu schicken. Die zweite Möglichkeit, die ich euch vorstellen möchte, ist auch keine unbekannte auf meinem Kanal, und zwar geht es um die Plattform USDeFi. Hier gibt es auch aktuell sehr attraktive Stablecoin-Pools als auch Bluechips, also wie wir reden von BNB, Ethereum und Bitcoin-Pools. Und ohne lange drum herum zu reden, schauen wir uns die auch direkt an. Hier geht man in dem Fall auf Pools, muss sich natürlich auf der Binance Smart Chain befinden, hier oben auch wieder seine Wallet connecten. Und sobald die Pools dann hier geladen haben,
kann man einfach nach Blue Chips oder nach Stables sortieren. In unserem Fall schauen wir uns erst die Stablecoin Pools an und hier haben wir beispielsweise auch direkt den USDC Pool mit 9% APR aktuell. Also auch wieder aus meiner Sicht ein absoluter No-Brainer, 9% APR auf ein Stablecoin-Paar. Und wenn man beispielsweise seine volatilen Coins, also BNB, Bitcoin oder Ethereum staken will, geht man einfach auf die variable Version und scrollt ein bisschen durch und schaut sich dann die Paare hier wie beispielsweise Ethereum und USDT mit einer 10% APR an. Oder Ethereum gepaart mit BNB mit rund 22% oder hier die Binance Smart Chain Version des Bitcoin gepaart mit BNB, wo man auch rund 13% Rendite aktuell erhält auf dieser Plattform. Hier auf der Plattform wird die Rendite in Stable Token ausgeschüttet, nicht zu verwechseln mit einem Stable Coin, denn der Stable Token ist der volatile Token der Plattform. Und der Stablecoin heißt USDeFi. Nur, dass das nochmal kurz in Erinnerung gerufen ist. Ich habe schon mehrere Videos als auch ein AMA mit den Gründern zur Plattform gemacht. Gerne da mal reinschauen, um einen besseren Eindruck zu bekommen, um dann letztendlich die nötige Sicherheit zu haben, hier sein Kapital anzulegen. Die dritte Plattform, die ich in diesem Zuge erwähnen wollte, ist Velodrome, die auf Optimism läuft. Vermutlich die bekannteste Plattform auf diesem Netzwerk. Hier in diesem Fall müsste man natürlich auch wieder seine Wallet connecten, sich auf dem Optimism-Netzwerk befinden, dann hier auf Liquidity gehen und sich dann den Pool raussuchen, der aktuell interessant ist. Ich habe natürlich schon vorher wieder gesucht. Beispielsweise, wenn wir uns hier die verschiedenen Stablecoin-Pools anschauen und das Ganze mal nach APR sortieren, dann gibt es, wenn wir hier mal einen Filter und beispielsweise nach USDC, dann sehen wir schon, hier gibt es einige USDC-Pools, die interessant sind. Aus meiner Sicht war der USDT-USDC-Pool am interessantesten hier mit knapp 14,5% APR aktuell, was eine sehr, sehr schöne Rendite auf einen Stablecoin ist. Wenn man allerdings lieber seine Ethereum hier auf der Plattform hinterlegen möchte, gibt es auch eine schöne Option gepaart mit USDC beispielsweise. Und das ist dieser Pool hier mit aktuell rund 9% APR. Für das, dass relativ viel in diesem Pool hinterlegt ist, bekommt man dennoch eine schöne APR hier in diesem Fall. Hier auf der Plattform bekommt ihr die Rendite natürlich auch wieder im hauseigenen Token ausgeschüttet und könnt diesen dann über die Swap-Funktion in die dementsprechenden Token, die ihr wollt, umschichten. Das soll es auch schon zu diesem Übersichtsvideo gewesen sein. Es gibt natürlich die Optionen, seine Stablecoins bzw. seine Blue Chips hier generell noch zu loopen auf Plattformen wie Aave. Aber das sollte jetzt heute in diesem Video nicht Thema sein, wird aber vermutlich in einem kommenden Projekt, das ich für euch habe, Thema sein, das sich dann wieder im DeFi High ROI Markt bewegt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst meinem Kanal gerne ein Abo da, macht die Glocke an. Es sollte die nächsten 1-2 Wochen kommen. Die Crewmember bei uns auf dem Discord hatten bereits die Möglichkeit, sich für die Whitelist zu registrieren. Mehr Infos dann dazu, wie gesagt, in einem kommenden Video. Wenn euch das heutige gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und gerne in Zukunft einfach vorbeischauen. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.